Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Chris. Jo, und hier sind wir auch beim Kolken. Wie man unschwer erkennen kann. Du tust dann auch gerade lügen. Und was machst du gerade so? Muss ich ja sauber machen und schleppen. Der König kommt noch nach. Und hier. Jo, also, wie. Ja, was wolltest du? Halt. Ja, erzähl mal, was du so gemacht hast, wo wir uns nicht gesehen haben, weil jetzt sind jetzt zwei Wochen ausgefallen vom Projekt. Ja, ich habe selber mit YouTube angefangen. Ja. Sicher ich nicht viel. Die Ferien über war ich krank, Bett geflaggt. Komplett. Aber wir hatten ja Osterferien eine Woche. Ja, natürlich. Wirklich nicht viel. Halt ein bisschen gezockt, sowas halt. Ah, der Fan von der zwei Arbeitsstunden auf. Das war ich. Recht frisch. Die anderen haben schon 6 oder 8 Stunden drauf. Jo. Und sonst passt alles bei dir? Ja. Passt. Heute hat eine Mathe-X geschrieben in der Schule. Ah, und wie war? Ja, klappt ganz gut. Jetzt steht das da mal ab auf eurer Kolknum. Schauen, dass du das auch gescheit magst. Map. Was ist denn jetzt passiert? Alter, wo bist denn du jetzt hergekommen? Wo ist denn den jetzt ausgegraben? Aus dem Shop. Ach, für das sind die 7500 doch gebucht. Richtig. Mal was testen, häng mal bitte. Schalt mal kurz aus und häng mal ab. Jo! Wie das ausschaut. Bleib mal so da, ich muss das Thumbnail machen. Jo, ja. Oh ja, ja, ja. Warte ein bisschen, ich muss auch ein Thumbnail machen. Warte, ich stell mir kurz gerade hin. Das darfst aber keiner erzählen, gell?
Ja, ja. Leistung reicht für dieses Gerät nicht aus. Hab ich gemacht. Danke. Was? Steig mal ein. Und versuch mal weh zu drücken. Wenn das gehen würde, Alter, das wäre geil. Ja. Das wäre zu geil. Das wäre so ungefähr wie so Pflügen mit der Pistenrobe. Ja. Ich raste da mal wieder mit einer Hochgeschwindigkeit von ganzen 20 km zurück. Mhm. Aber selbst Usain Bolt schneller. Mhm. Junge, Alter, der kackt fast hier bei dem Board schneller ab. Ah ja. Ich bekomme ja morgen wahrscheinlich meine Merkenschulaufgabe in der Schule raus. Mhm. Eine praktische Merkenschulaufgabe. Meine erste. Obwohl es eigentlich meine dritte wäre. Was macht sie da? Oder was kriegst du da für eine Übung? Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Kinderkleiderbügel machen müssen und hatten dafür 120 Minuten Zeit. Mhm. Aus Kunststoff und ja. Hatten halt da bestimmte Regeln, was wir da mindestens reinbringen sollen und sowas halt. Okay. Ich hoffe einfach auf eine 2. Ja, passt eh. Der Ganghebel ist animiert. Ja, voll geil, Digga. Muss mal irgendwo kurz noch mal was kaufen. Aber die Hinterreifen sind so ungefähr so groß wie die Reifen von unserem Drescher. Die hinteren. Oder? Hm, du hast dann jetzt wieder gekauft. Ich hab einen 8-Tonner gekauft. Hauptsache der Bügel ist auf der perfekten Höhe, dass man so gefühlt, wenn man geradeaus nach hinten guckt, eigentlich nichts sieht. Wie, das sieht witzig aus. Der kleine Porsche hinter einem 8-Tonner. Oh Mut. Map. Wo bist denn du? Verdammt. Hä? Wir reden schnell unsere Hühnerversorgung. So, ja. Damit verdichten, ey. Viel Spaß. Am besten so 3 Millionen Liter. Jo, ja, 3. Das hat er schon zu kämpfen mit 4. Mit 3,5 Kubik. Das wird jetzt unser Hofschlepper. Was ist das ferner? Der Porsche. Ah. Eh chillig. Ja, ich habe jetzt noch nicht gleich mal rumeiern. Mhm. Damit wenden gehen. Jo.
Am besten dann so in große Wände hinein. Oder gleich pflügen. Ja. Alter, das müssen wir dann mal probieren, ob das funktioniert. Ähnlich, ja. Sagt der Eiche hat keinerlei irgendwie Hydraulik bzw. Ölanschlüsse, Alter. nur Elektro. Wieder versorgt. Irgendwie hat es was von einem kleinen Lanze irgendwie. Wer sich anhört. Ich hab so ein Ding sogar als Ding, wie es. Als ferngesteuerten Bulldog. Folge. Wo ist ein Lanze? Nee, so ein Porsche. Ja, da gibt's. Fährt aber leider nicht mehr. Da beim Amazon hat es so ein Set gegeben zum Bauen von dem Porsche da. Ja, ich kann rein theoretisch fernsteuern, aber da ist irgendwas mit dem Lager kaputt. Irgendwas gerissen. Ja, schade. Hast du schon einmal probiert, reparieren? Ja, ich habe schon mal versucht, die Ersatzteile zu bestellen, aber die gibt's irgendwie noch mal. Also ganz ehrlich, wenn du eine Wettrennen mit Gabelstapler machst, ist der Gabelstapler schneller wie der. Wow, okay. Und war. Der Gabelstapler ist ja schon arschlangsam. Ja, 20 km/h. Ne, 15. Ah, ne. Ah. 17. Wow. Also, da ist er hier sogar noch schneller. Eicher genau. Der Porsche. Was war das denn schon wieder, Alter? Was denn? Ich habe gerade 4 Paletten Honig gleichzeitig angehoben, plötzlich backen die komplett rum. Ist ja nichts Neues für Giants. Ja. Aber noch immer besser wie Catland Crops. Wo sie gesagt haben, auf Wiedersehen. Hast du das Game überhaupt? Also ich kenn's, aber ich hab's nicht gezogen. Na dann. Ist so. Ich hab's mir tatsächlich überlegt, aber. Ist doch ein bisschen unnötig. Am Ende. Ich bin gerade vorbeigefahren, obwohl ein 2 Meter Platz waren. Kann schon helfen. Schauen, ob er jetzt bei 3 irgendwas macht. Nein, bei 3 macht er nichts, man kennt's. So, die erste Kalkladung ist fertig. Oder leer, muss ich sagen. Die ersten 2 Kuchenpaletten bei uns sind auch fertig. Hauptsache ich wollte die Ding-Paletten
mit unserem Gabelstapler aufladen, erzeuge ich erstmal Honige durch die Gegend. Ja. Das ist alle. Ich habe eine Eiche. Mann, was habe ich mit meinem Eiche? In Porsche habe ich mich schon perfekt hingestellt, dass ich den halt schön beladen kann mit den Salatpaletten, mit den 4 Stück, wo wir haben. Ja. Ja, jetzt fahre ich halt erstmal Honig durch die Gegend. Im Gabelstapler. Ja. So, meine lieben Freunde, aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne eine Bewertung da. Schaut zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.